Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Overwatch-Folge. Diesmal dreht sich alles um Soldier 76. Wir schauen uns den Knaben erstmal an. Er hat auch einen richtig tollen Umhang, ohne Kapuze. Und jetzt gucken wir erstmal in den Kleiderschrank. So sieht er ganz normal aus, wie ihn jeder kennt. Dann hätten wir ihn in Grün, in Pechschwarz, in Rauch, in Rostbraun, in Golden, hey, schick, schick, in Knochenfarben, was auch immer. Mal ohne sein Visier. Und guck mal, die Kette bewegt sich. Und die Schnürsenkel auch. Daredevil. Das finde ich total albern. Ich weiß nicht, wie die darauf gekommen sind. Und als Stuntman. Wobei, ganz schön mucki ist hier. Guck mal, ganz schön aufgepumpt. Das Ding platzt ja gleich. Und so sieht der Gute aus. Oder sah der Gute aus, als er jünger war. Das wäre der Kleiderschrank von Soldier 76. Und ich suche mir jetzt gleich eine Gruppe und dann zeige ich euch, was er so drauf hat. Bis gleich. So, Soldier hat verschiedene Fähigkeiten und zwar er kann schießen. Je länger er auf der Waffe drauf bleibt, auf den Schuss, desto größer wird sein Streufeld. Also sind kurze, knappe Stöße eigentlich am besten, damit ihr das Ziel nicht aus den Augen verliert und es am besten treffen könnt. Mit Rechtsklick hat er drei Granaten, die er abfeuern kann. Mit E macht er ein Heilfeld, das sich und seine Kameraden heilen kann. Wo. Ja, genau. Und mit der Shift-Taste kann Soldier schneller rennen. Permanent schneller rennen. Er ist eine sehr mobile Einheit. Ja. Soweit zu Soldier. Seine Ulti erzähle ich euch soweit, wenn es soweit ist. Ja, fand ich auch. Oh, Bastion habe ich nicht. Ja, gut, Trace hat es mir gesagt hinter mir, aber ich habe nicht drauf geachtet. Ich war jetzt so auf Zenyatta und Soldier fixiert. Ausruhen gut. Kann ich, wenn ich tot bin. Ich glaube, die Runde verlieren wir. Aber niemals aufgeben, niemals kapitulieren. Ich probiere es mal von, keine Ahnung, von wo soll ich denn kommen. Haha, getroffen. Alleine geht's aber nicht, also. Die mit ihrem dummen Todesstoß. Ich hab dich im Visier. Bastion, Bastion! Bring Bastion um, er ist fast tot! Also, die Ulti ist ziemlich genial, weil du musst einfach nur draufhalten, das trifft alles. Einfach alles, der macht das automatisch. Das hätte ich am liebsten die ganze Zeit. So viel zu Ulti. So, Soldier 76 hieß nicht immer so. Eigentlich heißt er John Morrison. Er war ein Farmersjunge. Ich vergesse immer die verdammte E. Gibt's noch? Nein, 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 nein. Visier ist scheiße. Boah, keine Chance gegen vier Leute. Und Bastion stellt sich schon wieder in die Ecke. Dieser kleine, süße Roboter. Genau. Er sollte die Farm irgendwann mal fortführen, hatte darauf aber nicht wirklich Lust. Hat sich ins Militär lieber eingeschrieben. Wollte eigentlich nur die Grundausbildung da machen. So. Wollte lieber die Grundausbildung machen. Und danach wollte er eigentlich zur Farm zurückkehren. Das hat er aber leider nicht. Ich bin viel zu weit weg zum Schlagen. Was mache ich hier eigentlich? Ich hab dich im Visier.
So. Ja. So, war beim Militär, hat ein paar, keine Ahnung, was er da gemacht hat. Weiß nicht. Die Ausbildung. Ich komme irgendwie nicht so richtig voran hier. Ja, genau, Wischen, ist gut. Ich schieß nur noch daneben. Ich glaube, heute ist echt nicht mein Tag. Wow. Wow. Nein, ich wollte gerade Rechtsklick machen. Gut. Weiter. Ja. Weil er da so gute Fortschritte gemacht hat, wurde das Militär also aufmerksam auf ihn. Und als dann die Omni-Krise ausbrach, haben sie ihn vorgeschlagen für eine Special-Elite-Einheit, und zwar Overwatch. Ob er dem nicht beitreten möchte, um die Welt zu retten. Nein, 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 nein. Ja, gut. Hab dich im Visier, habe ich keine Chance. Kann ich hinspringen, wo ich will? Das ist halt das Gemeine. Ich wollte noch rausrennen, hat es leider nicht mehr geschafft. Oh Gott, ist das knapp, Mann. Ich kann mich nicht konzentrieren. Nein, 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 nein. Auf den Punkt, auf den Punkt, auf den Punkt. Ich bin gleich da. Bitte nicht sterben, bitte nicht sterben. Ich sterbe sowieso gleich nicht. Okay, komm. Alter, Alter, ist das knapp. Boah, ey. Wahnsinn. Boah, ey. Okay. Ja. Overwatch, genau. Er hat in Overwatch seinen besten Freund kennengelernt, und zwar Gabriel Reyes. Und diejenigen, die Reapers Geschichte schon gelauscht haben, die wissen jetzt, was jetzt kommt. John Morrison hat sich super hervorgetan in Overwatch, hat es zwar nicht geleitet am Anfang, es war nämlich erst Gabriel, aber die Leute mochten ihn mehr. Er hat den Zusammenhalt der Gruppe gefördert, er hat sich um jeden Einzelnen gekümmert, hat es geschafft, dass ein Team, das sich überhaupt nicht kannte, also Leute, die sich überhaupt nicht kannten, zu einem Team zu formieren. Ja, er hat aus ihnen eine Einheit gemacht, und das ist auch ein Talent, was nicht jeder besitzt. Geil. Super gemacht, Fahrer. Seid ihr alle Fahrer? Nee, nur eine. Geil gemacht. Wo war ich? Warte. So. Overwatch. Besiegt, Teams, genau. So, als die Omni-Krise vorbei war, haben sich alle zusammengesetzt und haben gesagt, okay, Overwatch muss da bleiben, die Special-Einheit muss, ist ein Sinnbild oder soll ein Sinnbild dafür sein, für Harmonie, und soll halt ein Friedenseinheit sein, die den Frieden weiterhin sichert. Und das strahlende Bild, was Overwatch repräsentieren soll, das soll halt John Morrison machen, weil er halt, wie gesagt, von allen geliebt wurde und so Charisma versprüht hat. Das hat natürlich Gabriel Reyes überhaupt nicht gepasst. Und daraufhin ist die Freundschaft dann zerbrochen. So. Die Freundschaft ist dahin zerbrochen, der Gabriel Reyes ist ja dann zu Blackwatch verschwunden, Morrison hat weiterhin die Einheiten in Operationen überwacht und angeleitet als Anführer, und der Gabriel hat dann irgendwann eine Intrige gesponnen, hat Overwatch in der Öffentlichkeit schlecht dastehen lassen, so dass die Menschen, die früher Overwatch geliebt haben, wollten, dass das aufgelöst wird, weil ihnen Korruption und andere schlimme Sachen vorgeworfen wurden, und die Menschen dann halt gegen Overwatch gehetzt haben. Und intern gab es auch Kriege, Blackwatch gegen Overwatch. Ein paar Leute haben sich da abgespalten, die für Gabriel waren und die für den John waren. Die haben gegenseitig sich bekriegt. Dabei ist das Hauptquartier in die Luft geflogen, und alle haben gedacht, dass der bei der Explosion
Morrison gestorben wäre. Die haben ihn beerdigt, genauso wie den Gabriel. Und irgendwann kam denn Soldier 76 auf den Bildschirm. Er hat angefangen, Overwatch-Einheiten zu infiltrieren, sich cooles Zeug daraus zu klauen, mit Insider-Wissen, das eigentlich nur wirklich jemand kennen kann, der da früher mal... guck mal, ich stell endlich mal da. Ich gebe jetzt mal mir den Punkt, weil ich es eigentlich mal geschafft habe, in einer Aufnahme da drin zu stehen. Und ich würde sagen, wir sehen uns gleich beim nächsten Match wieder. So, der hat Forschungseinrichtungen oder Militärstützbasen, Militärbasen, Stützpunkte. Ich kann nicht mehr reden. Von Overwatch infiltriert bzw. geplündert, um sich den ganzen coolen Scheiß, mit dem er hier rumballert, zu klauen, damit er snipern kann. Geht's noch? Damit er die Leute, die die Verschwörung angezettelt haben, um Overwatch zu stürzen, finden und eliminieren kann, um Overwatchs Namen wieder reinzuwaschen und damit die wieder auferstehen kann, weil die Leute, die da mitgearbeitet haben, die haben ja was erreicht, die wollten den Frieden sichern und das, was die Menschheit dann draus gemacht hat, oder die Leute, die... Boah, das war jetzt gerade mies. Oder die Leute, die dafür gesorgt haben, dass halt Overwatch abgesägt wurde, die sind falsch Licht gerückt haben, das, er will es halt einfach wieder, dass es sein Saubermann-Image zurückbekommt und will einfach die Leute, die ihn halt umlegen wollten, und die will er sich rächen. Nein, nein, nein. Keine Chance, keine Chance. Mist. Da, Rotok. Mensch, ich hasse Zarya. Bring Zarya um. Super. Nein. Oh, du schreitest gar nichts. Oh, verdammt. Nicht im Ernst. Der haut mich einfach. Hauen kann man übrigens auch. Das habe ich euch bei keinem einzelnen Charakter, glaube ich, bis jetzt gezeigt. Aber man kann mit V hauen. Man kann es auch auf die Maustaste legen, dann kann er es, warte, so zuhauen. Aber ich vergesse das immer. Außerdem ist es ein Shooter und da soll man nicht schlagen. Und irgendein Charakter kann das nicht, aber ich weiß nicht welche gerade im Moment, fällt es mir nicht ein. Ein Charakter kann es nicht. Du bist so fett, dafür brauche ich kein Visier. Ist jetzt noch irgendeiner da? Hallo? Okay, Reinhard. Hab verstanden. Hau drauf. Hallo. Ich will den Skin haben. Ich finde den voll geil. Nein, das war nicht gut. Warte doch, bis alle da sind und dann reinhauen können. Beim nächsten Mal, Reinhard. Das schaffen wir. Oder auch nicht. Senjata ist hier. Gott, nein, drei Leute. Boah, cool. Mit einem Shooter. Das war fail. Ich bin auch gleich hier. Boah, das war geil. Ja, ich weiß, knappe kurze Stöße. Ich mach's selber nicht. Ich weiß es. Boah, von rechts. Das war super. Ich weiß, ich mach's selber nicht. Aber man sollte wirklich darauf achten, dass man nur knappe kurze Stöße macht. Einfach, dass man wirklich jeder Schuss auch trifft. Ich hab dich im Visier. Ganz Feuer und Flamme.
Mein Gott. Was unsichtbar ist. Ja, jetzt sind alle tot. Jetzt brauchst du es auch nicht machen. Aber danke schön. Danke, Zenyatta. Den konnte ich vorher überhaupt nicht leiden, aber ich finde den jetzt irgendwie total cool. Keine Ahnung, wie sich das so ändert im Laufe der Zeit, wenn man den erstmal gespielt hat. Man kann auch unter das Auto schießen und nur... Der darf nichts mehr trinken und nur die Beine treffen. Das geht auch. Ach man, ich wollte gerade wegspringen. Hat er mich doch noch erwischt. Mit seiner komischen Kugel da. Krieg mal so eine Boccia-Kugel an den Kopf, dann bist du auch weg. Entschuldigung. Ey, noch 5 Minuten verteidigen. Ich weiß nicht, ob wir das hinkriegen. Stimme von da hinten raus. Die Stunde hat geschlagen. Oh. Ich hab dich im Visier. Ist egal, Doppelkill. Zenyatta und McCree. Der andere Zenyatta ist mir wurscht. Hätte ich noch ein bisschen hin und her gehoppelt, hätte ich vielleicht noch ihn gekriegt, aber Hauptsache es sind mal zwei weg, oder? Ich meine, ich kann schnell hinlaufen, das können die anderen nicht. Deswegen ist es bei mir nicht so tragisch, wenn ich mal drauf gehe. Jetzt so kurz vor knapp. Rotot, Rotot, pass auf. Auf dem Dach, auf dem Dach, auf dem Dach. Nein. Wie man mit dem Kopf so nach links oder rechts geht, um dem Geschoss auszuweichen. Als ob das der Figur irgendwie einen leichten Drall nach links oder rechts gehen würde. Das ist so geil, oder? Ich weiß nicht, ob ihr das auch macht, aber ich gehe mit dem Kopf meistens mit. So ducken und so zur Seite und... Das hat bis jetzt noch nie was gebracht. Fühlt sich besser. Oh. Beizinger, das sind scheiße einfach. Generell zwei... Boah, ja genau, Ulti, leck mich doch. Wow, Zolscher! Kommt da... Ja, was jetzt? Von oben oder nicht von oben? Spürt die heilende Ruhe. Ja, wollte ich das gleiche machen. Super, danke Reinhard. Seht, was unsichtbar ist. Keine Sorge, Freunde! Ich bin euer Schild! Das ist super, danke. Wo ist die Stunde gewesen, bitte? Ey, Reinhard holt gerade alle weg. Ich finde es super, wenn Leute den spielen können. Ich fühle mich da immer so langsam. Ich kann mich mit dem nicht bewegen. Wenn ich einmal das Schild runter mache, bin ich... Ja, dann ist vorbei, dann bin ich tot. Ich weiß nicht, wie Leute mit denen ranchargen können. Bevor ich da rangecharged bin, bin ich schon dreimal umgebracht worden. Nein, das war zu früh. Die Ehre ist noch da. Dieses Nachladen finde ich nur nervig, dass man wegen der Ulti auch noch nachladen muss. Das finde ich nicht so toll. Nein, 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 stopp, 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 stopp. Oh, das war knappig. Der hat das gerade beschäftigt. Warte, ich kann dich auch heilen. Ja, ja, komm, hier. Ich vergesse immer, dass das Heilfeld auch für andere ist, nicht nur für mich. Das ist mir schon letztens passiert, als ein Teamkamerad neben mir stand und die ganze Zeit so rumgejammert hat. Ey, Mann, ich brauche unbedingt Heilung. Ach, Mann, mir geht's so dreckig. Ich brauche unbedingt Heilung. Und ich so... Irgendwann. Ach, hier, warte mal, ich kann mal ein Hypack schmeißen. So 10 Minuten später oder so. War geil. Ich musste so lachen. Das war nicht mit Absicht. Das war echt nicht mit Absicht. Aber es hat halt kein anderer. Und ich hab dich im Visier. Oh, das war jetzt gemein, Zenyatta. Ich
Och Mensch. Wenigstens habe ich Warthog weggeholt mit seiner Ulti. Das war jetzt nicht fair. Hoffentlich können die jetzt nicht nochmal pushen. Yay! Hallo! Grüße! Selber Hallo. So. Ja, cool. Perfekt, der Drache kommt gut. Ach du Miststück, du kriegst mich diesmal nicht. Und zack, tot. Ja! Ja, ich hab ihn, ich hab ihn! Ach verdammt, hat mich gerade geheilt. Ist egal, wir haben gewonnen. Yay, doch noch gerissen. Obwohl es echt nicht gut angefangen hat. Dafür hat es schön aufgehört. Super gemacht, Team. Prima. Highlight des Spiels. Ja, die waren gut gesetzt. Super gesetzt. Das war die Geschichte von Soldier 76. Ich hoffe, es hat gefallen. Über Kommentare und Bewertungen würde ich mich sehr freuen. Und dann sehen wir uns hoffentlich in einer nächsten Folge wieder. Bis dahin, ciao.